provoziert auf Ja, jeden und Fall. da siehst du, was diese Leute machen, wenn sie in die Defensive geraten. Sie versuchen, unliebsame Meinungen wegzucanceln, wie Skuros, wie Orange Morange. Also über Skuros wurden ja letzten Sommer übelste Sachen beispielsweise von Dara geschrieben. Ja. Also. Aber auch dumme Sachen, die ihm auch im Nachhinein wieder voll in den Rücken gefallen sind. Wie zum Beispiel, ja, ich habe das Ding jetzt gewonnen, soll ich euch meine Klageschrift schicken und so ein Scheiß? Oder als er dann noch den Anwalt angesprochen hat und so, oh, Alter. Ja, da Und siehst du, das wie meine diese ich mit Leute juristischer reagieren, wenn sie in die Unwissenheit. Defensive geraten. Das ist ja das Interessante. Das passiert jetzt auch bei Shuyoka. Sie versuchen dann einfach, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um ihre Gegner wegzucanceln, um denen die Meinungsfreiheit wegzunehmen. Bei Shuyoka sehen wir gerade schon, wie dieser Streit auf der nächsten Ebene eskaliert wird. Die Amadeo-Antonio-Stiftung äußert sich dazu und es wird weitere Zensur gefordert. Der Deutschlandfunk macht eine Reportage, wo Zensur gefordert wird. Also. Bundestagsabgeordnete solidarisieren sich mit Shuyoka und fordern teilweise Zensur. Also von Linken und Grünen vor allen Dingen. Also das wird schon auf der nächsten Ebene eskaliert. Also Ja, wenn das und so auch. weitergeht, sehen wir Shuyoka vielleicht bald bei Jan Böhmermann. Ich habe letztens irgendwie das Gerücht gehört. Ich weiß nicht, ob es ein Gerücht war oder ob ich mich da verlesen habe, keine Ahnung. Aber stimmt das, dass Jan Böhmermann Schuljoka auf Twitter blockiert hat? Hat das nicht hier jemand gesagt? Weiß das jemand? Weiß es nicht. Wollt ihr beide mal eure Ansicht zu Transpersonen darlegen, wenn ihr Skoros und Orange Morange so völlig unschuldig framet? Das sag ich nicht, Das ist graue unschuldig. Ich Evidenz. würde den moralischen Frame gar nicht verwenden. Also was heißt unschuldig in welcher Also Hinsicht? gerade Orange Morange hat sich ja schon gut eklig auch teilweise dazu geäußert. Ist mir Also. egal. Ich möchte das hier noch mal ganz deutlich sagen. Es ist mir komplett egal, wie die sich geäußert haben. Ja, Solange das sie glaube nicht ich dir. gesagt haben, töte Transpersonen oder steckt sie in Lager, sondern solange sie nur gesagt haben, ich sehe das Selbstbestimmungsgesetz anders oder irgendeinen Bruch mal gemacht haben, der jetzt nicht justiziabel ist, dürfen sie das tun. Wir leben in Klar. einem Land, wo Meinungsfreiheit herrscht. Nicht Ja, alles, absolut. was illegitim sein mag, ist gleich illegal. Da gibt es Unterschiede. Ja, nee, das würde ich nicht abstreiten. Ne? Ich weiß, du bist gar kein, du bist überhaupt kein Fan von moralischen Bewertungen. Bei mir ist es wahrscheinlich eher so das Gegenteil. Ich bewerte sehr gerne moralisch. Deswegen, was soll ich sagen, graue Evidenz, gerade Orange Morange hat sich da meiner Ansicht nach nicht mit Ruhm bekleckert. Bei Skuros hat es sogar positive Situationen gegeben, wie zum Beispiel als Orange Morange in seinen Stream kam und irgendwie sowas abgelassen hat und Skuros hat ihn dann so ein bisschen gemaßregelt, ne? Das darf man auch nicht vergessen, ne? Ich Man möchte noch muss mal auch was so ein zu bisschen grauer das Evidenz Positive sehen. sagen, weil die uns gerade auffordert, was dagegen zu sagen. Es ist mir egal. Es interessiert mich nicht. Darf es Also, ihm egal sein? ja, darf es. Ja. Also, solange er, wie gesagt, nicht zu Gewalt aufgerufen hat, solange er niemanden verleumdet hat, ist es mir egal. Also, er hat jedes Recht, seine Meinung frei zu sagen. Und wenn Leute zensiert werden, dann ist es mir nicht mehr egal, denn dann ist mein erster Gedanke, ich könnte der Nächste sein. Ganz einfach. Ich kann verstehen, graue Evidenz, wenn du das scheiße findest, so, aber du wirst das akzeptieren müssen. So, ne? Also, du kannst eine andere Meinung haben, ich akzeptiere das. Also der Agitator mit Sicherheit auch. Aber du musst natürlich genauso eine Akzeptanz walten lassen, ob du das willst oder nicht. Ja. Akzeptieren musst du es nicht, tolerieren musst du es. So. Ja. Diese abgefahrenen moralischen Gesinnungsfragen, nur für die Akte. Ja. Ach, stimmt, das mit Tanzverbot war auch noch, ja. Uiuiui, stimmt. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Ja. Ja. Wie ist dein Plan jetzt, wenn. Gibt es schon was Neues von der BSW? Nicht, dass sie es mitbekommen hätten. Also die Partei soll bald gegründet werden diesen Januar, aber aktuell ist noch nichts passiert in die Richtung. Du wolltest eintreten, ne? Ja, wenn sie gegründet ist, dann sehr wahrscheinlich, ja. Ja, ich sehe dich schon im Landtag. Ja, Nee, bestimmt nicht. kannst du hier ordentlich, mach Ich mal, habe kannst du hier ordentlich keine rein subscriben. Ambitionen irgendwie in die Richtung. Gar keine. Schade, schade. Ja, ich Ich find's wollte funny. einfach nur einfaches Parteimitglied sein. Günni schreibt, Parteigründung soll am 8.1. sein. Ach, dann ist das schon draußen. Ja. Ja, interessant. Ja, ich hatte dir ja schon gesagt, ich werde wahrscheinlich nicht eintreten. Ich habe keinen Bock mehr auf Parteien. Aber
Ja, ich habe mir schon gedacht, dass du da eintreten wirst. Ja, immer nur am Rand stehen und rummeckern ist ja auch nicht das Wahre. Ja, also es kann, klar, also mir macht es Spaß tatsächlich, aber das ist wahrscheinlich auch bei jedem anders, ne? Danke, Tobi. 2024 wird sehr heiß werden um das Thema Woke, da gehe ich eine sehr große Wette ein. Inwieweit? Ja, inwieweit? Also ich weiß nicht, also mir graust es ja so ein bisschen vor der Europameisterschaft. Die ganzen Stolzmonatler haben da ja schon diverse Aktionen angekündigt. Lass die doch. Die gehört nach Ja. Köln. Ja, Ist doch nur natürlich, die klar. Deutschlandflagge. Oder Ja, so. klar, sicher, ne? Also ich denke, es wird so ein Effekt eintreten, wo irgendwie wo die Stolzmonatler so ein bisschen in der großen Menge verschwinden werden, weil sich dann noch viel, viel mehr Leute solche Profilbildchen auf Twitter erstellen und so weiter und so fort. Das wird der einzige Effekt sein, denke ich. Aber ja, wird's geben. Ja, also wenn Europameisterschaft ist, dann sehen wir ja eh überall Deutschlandflaggen. Also dann werden die gar Ja. nicht mehr groß auffallen. Also, Ja. Ja. also wie gesagt, das ist ja wirklich Definition von Kulturkampf. Aber auch da muss man sagen, es ist nur eine Reaktion auf den Kulturkampf der Woken. Die Woken haben nicht diesen komischen Pride-Monat irgendwann eingeführt und belästigen da Leute mit ihren komischen LGBTQAI plus sonst was, was weiß ich, Sachen. Und machen über Regenbogenfahnen hin. Und da haben die Rechten jetzt nach zig Jahren mal gesagt, sie machen mal eine kleine Gegenaktion und sofort rasten alle aus. Also ich habe ja sogar am ersten so eine komische Reportage vom Monitor gesehen, was ja komplett übertrieben war, wo die Deutschlandflagge, also einfach nur diese normale Stolz-Deutschlandflagge in die Nähe von Rechtsradikalismus und so gedrückt haben. Also das ist ja irre, was da teilweise an Reaktionen von den Woken gekommen ist. Ja, absolut. Sehe ich genauso. Ne? Graue Evidenz, ich kann mich nicht auf alles konzentrieren. Entschuldigung, dass ich dir nicht 100% der Aufmerksamkeit schenke, ja? hast du mitbekommen, dass die LGBTQ-Bewegung in Russland als kriminelle Vereinigung eingestuft wurde? Ja, aber ich habe, es wurde ja dann darüber gerätselt, was für reale Konsequenzen das hat. Es gab ja danach einige Drogenrazzien in schwulen Clubs und so. Aber also bisher habe ich da noch nicht mitbekommen, dass es da zu großartiger Verfolgung von Homosexuellen gekommen ist, sondern es scheint sich vor allem gegen diesen gegen diesen politischen Kampf für noch mehr LGBTQ-Rechte zu handeln. Ja, gut, in Russland wird ja sowieso jede politische Ansicht unterdrückt, die ja gegen den Kreml ist. Also von daher. Das ist, glaube ich, eine Reaktion auf die Radikalisierung auf westlicher Seite, dass man da jetzt quasi sich als konservativer Gegenpol inszenieren will. Echt? Okay. Also Ja, diese gut. würde ich sagen, also dass man in nicht westlichen Regionen sieht, okay, diese woke Überbetonung von all dem, das tut denen anscheinend nicht gut. Wir wollen das hier auf keinen Fall haben und dann neigt man da auch zu irgendwelchen Überreaktionen, die dann in eine andere Richtung gehen. Wobei man fairerweise auch Also schon dazu sagen muss, dass die ganze Bewegung es eh nie leicht hatte in Russland. ja, Homosexualität ist in Russland.